Lahm. Und jetzt sehr schön auf Thomas Müller. Nur noch Jan Sommer. Da wollte ich zu viel. EA Sports. It's in the game. Hallöchen und willkommen zurück zu FIFA 15 auf der PS4. Ich bin Trainer Pep Guardiola beim FC Bayern. Und heute geht es hier am 9. Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach. Hier natürlich nochmal ein Blick auf die Tabelle. 8 Spiele, 6 Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage. Ungeschlagen ist nur noch der VfL Wolfsburg, gegen die habe ich ja verloren. Ha, aber die haben 3 Mal unentschieden gespielt, deswegen bin ich Tabellenführer. Ansonsten oben Dortmund, Gladbach, Leverkusen und erstaunlicherweise der HSV. Ansonsten ist alles so ähnlich wie in der realen Welt quasi. So, und jetzt will ich hier auch nochmal... was wollte ich denn gucken? Teambericht. Und zwar mal gucken, wer denn hier so Form und Moral nicht so berauschend ist. Robben. Aha. Weil das wirkt sich auch immer so... Oh, Form dürftig. Pizarro. Scholl, Form schlecht. Weiser, Form schlecht. Das ist nicht gut. So, Benatia. Okay, da habe ich dann mal wieder einen klaren Einblick. So, jetzt geht's hier. Oh, Problem selbst beheben und Änderung speichern. In der Start. Ach ja, der Javi Alonso ist ja verletzt. Den muss ich dann jetzt auch mal. Ist nur die Frage, für wen? Natürlich habe ich da Rode als Ersatz. So, dann nehme ich Benatia schon mal wieder mit. Ja, Form schlecht bei Mitchell Weiser, Pizarro. Ich glaube, heute könnte ich den Lewandowski ganz gut gebrauchen. Trotzdem werde ich hier... Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Mitchell Weiser. Den werde ich nochmal spielen lassen. Vielleicht kriege ich den ja in der Winterpause nochmal verliehen. Deswegen muss ich da die Form ein bisschen erhöhen. So, auf geht's. Achso, jetzt habe ich den Robben komplett ausgewechselt. Naja. Wird heute mal geschont. Vielleicht bringe ich ihn ja noch. Ich hoffe, ich habe ihn jetzt mit. Was, wo ist er da? Ja, damit habe ich ihn mit. Muss man ihn nehmen. Und auf geht's ab ins Waldestadion. Haha. So, da wären wir auch schon. Borussia Mönchengladbach empfängt den FC Bayern im Waldstadion. Auch hier bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob das Waldstadion tatsächlich zu Borussia Mönchengladbach gehört. So, die Mannschaften begegnen sich hier per Handshake. Hier die Aufstellung. Oh, Jan Sommer. Ja, das ist ein guter Torwart. Wäre auf jeden Fall eine gute Alternative, wenn ich nicht Neuer hätte. Und sonst interessant finde ich hier noch ja, Kramer sowieso und Chaka, Granit Chaka. So, meine Aufstellung habt ihr gesehen. Deswegen würde ich mal sagen, geht es mal direkt los. Das letzte Spiel gegen Juve, 3-1 gewonnen, davor 3-1 gegen Bremen. Mal gucken, was heute möglich ist. So, Ribéry. Macht hier schon mal Dampf und sieht hier Rode, der zu langsam ist. Foul, den wollte ich eigentlich direkt flanken. Aber da ich nicht am Ball war, kam hier die Grätsche dabei raus. Und gibt gelb. Ha! Ja, damit hat er den Götze überboten. Der hat in der 4. Minute gelb gesehen im letzten Spiel. Und jetzt Sebastian Rode in der 2. Minute. Ah, schade. Ja, okay. Hatte ich eigentlich mit mehr gerechnet, was dabei unterm Strich rauskommen könnte. So, ich freue mich ja schon tierisch auf die Winterpause. Es sind zwar noch viele Spiele bis dahin, aber was ich... Ja, ich will ja ein paar junge Leute verpflichten, die hoffentlich die Zukunft des FC Bayerns sein können. Ribéry macht da sehr schön. Ribéry! Aber dann der Abschluss. Schade. So, Ribéry, Einwurf. Ah.
Götze geht hier rauf, gleich Druck machen. Und Traoré läuft mit dem Ball quasi ins Aus. So, Rode. Spiel hier gerade sehr linkslastig. Oh, kommt nicht durch, Ribéry, aber weiterhin am Ball. Rode. Auf Ribéry, der sieht in der Mitte den Foul. Ja, Elfmeter, ganz klar. Sommer gegen Müller, da flucht der Müller. Ah, kann er nicht angehen hier, so böses Einsteigen. Wiederholung bitte. Wiederholung. Ah, naja. Puh, ob man das in der Bundesliga pfeifen würde. Zumindest nach der zweiten Einstellung hier, also in der Zeitlupe, nicht. So, natürlich tritt Müller an. Wer auch sonst, ne? So, rechts, unten. Woher wusste ich, dass der dahin springt? 1:0 nach einer Viertelstunde. Ja, hier spielte bislang nur der FC Bayern, deswegen eine verdiente 1:0-Führung. Und natürlich Thomas Müller, Elfmeter-Killer. Ja, die Gladbacher fühlen sich da ein bisschen. Hier nochmal die Wiederholung. Thomas Müller läuft an, guckt sich das Ding aus. Und ja, ich habe es geahnt, dass der dahin fliegt. 4 Tore in der Bundesliga am 9. Spieltag. Damit kann man, glaube ich, leben. Als Thomas Müller. Ja, Lewandowski, sehr schön. So, Weiser. So, Ribéry. Wie aufgedreht. So, sehr schön auf Lewandowski. Der weicht hier auf den Flügel aus. Die Flanke auf Müller. Nein. So, Schweinsteiger verfolgt Kruse. Und Rode erobert hier den Ball. Ah, schade. Da. Und... Ah. Ribéry mit dem Kopf. War klar, dass der nicht ankommt. Und Einwurf Gladbach. Ah, Ribéry wieder im Fehlpass hier. Und Rode erkämpft ihn wieder. Aber dann... So, Alaba, Einwurf für mich, für die Bayern. Oh, was machen dann da Rode und der Götze? So, der hat schon gelb und gefährlich abgefälscht. So, Ribéry. Zwingt den Götze auf die linke Bahn, klappt nicht. Lewandowski. Sehr schön, Müller, Ribéry. So, jetzt hier so ein bisschen klein, klein. Und, ach schade, da ist der Ribéry zu spät gestartet. Oh, was für ein Fehler da hinten in der Abwehr. So, Rode. So, und jetzt mal über rechts. Der Pass von Philipp Lahm kommt nicht an auf Mitchell Weiser. Da muss er erst dazwischen gehen. So, von Gladbach bisher nun wirklich nicht viel zu sehen. Hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet. Ist ja nun mal Gladbach. Und Götze. Schön auf Thomas Müller. Ey, auf Lewandowski. Boah, Pfosten. Mann, Mann, Mann. So, Ribéry, sehr schön auf Weiser. Nein. Oh. Oh, ich dachte schon, jetzt hier Philipp Lahm. Ah, also.
Also es wird hier schwieriger. Also die laufen echt hier mit Mann und Maus den Ball hinterher, die Gladbacher. So, Lewandowski, sehr schön, jetzt mal die Chance. Und nein! So, und gleich wieder Druck aufbauen, aber Gladbach, wie gesagt, die laufen hier viel. So, und jetzt Rode auf Lewandowski, aber mit dem Mittel komme ich heute nicht weit. Rode, Müller, wo ist Ribéry? Da ist er. Sehr schön. So, Ribéry. Und Ribéry. Aber Jan Sommer. So, und was ist hier hinten jetzt los? Zwei gegen... Ach so, meine Dreierabwehrkette ist natürlich da. Ah. Oh. Mensch, da hätte man aber auch pfeifen können hier. Rode muss aufpassen, der hat schon gelb. Und noch einen ZM habe ich nicht. Jetzt Achtung, Kramer mit der Flanke, mit dem Flankenversuch, muss man an dieser Stelle sagen. So, diesmal will ich rechts raus und es klappt wieder nicht so richtig. So, seit dem 1-0 nicht mehr viel los hier. Jetzt der Versuch auf Müller, aber... Dann auch noch risikohaft gespielt von Gladbach. Ja, also Gladbach wird hier stärker. Es könnte eine interessante zweite Halbzeit werden. Vielleicht sogar ähnlich wie gegen Juve. Und Außenpfosten. Da spreche ich Juve an und kaum fällt der Name Juve, trifft hier Gladbach das Aluminium. Ähnlich wie Juve, ja. So, auf den anderen Plätzen natürlich führt Dortmund. Mich interessiert jetzt gerade, wo sind sie denn? Sind hier nicht drauf. Spielen wohl erst einen Tag später. Also Wolfsburg meine ich, ne? Bin ja gespannt, ob die wirklich so lange ungeschlagen bleiben. So, ich muss mich hier reinhängen. Diesmal habe ich natürlich... Oh... So, sehr schön. Mitchell Weiser. Form ist ja im Moment nicht so gut. Da wollen wir mal was gegen tun. Ja, so wird es nichts mit diesen Fehlpässen. So, jetzt hat er wieder Mitchell Weiser. Gelungener Pass. Und Achtung, Philipp Lahm macht mit. Hey, jetzt Philipp Lahm. Oh, zu weit vorgelegt. Aber Philipp Lahm. Und jetzt, sehr schön, auf Thomas Müller. Nur noch Jan Sommer. Da wollte ich zu viel. Aber Jan Sommer tut mir den Gefallen nicht auf dem zweiten Elfmeter. Oh. Traoré. Ja, da wollte ich in der Tat versuchen, vielleicht noch einen Elfmeter rauszuschinden. So, Ribéry. Seitenwechsel, aber wo ist der Weiser? Sehr schön. Schweini. Was? Was pfeift er jetzt hier abseits Lewandowski oder was? Wahrscheinlich. Traoré wird hier jetzt. Game Capture HD läuft noch. Hermann, Patrick Hermann ist jetzt in der Partie. Sehr schön von Philipp Lahm, macht hier eine gute Partie. Und Mitchell Weiser, das gibt auf jeden Fall gelbe Karte für Rüdes Einsteigen. Ja. Da
Da war ich zu optimistisch, diesen Ball noch zu kriegen. Und ich glaube, ich werde jetzt auch mal anfangen zu wechseln mit zwei gelben Karten. Auf jeden Fall Rode. Dafür werde ich mal. Da kommt mir der Philipp Lahm ins Mittelfeld und der Rode kommt raus. Dafür bringe ich mal den Benatia. So, das war jetzt ein Wechsel. Dann habe ich den Lukas Scholl. Den muss ich auch mal wieder für Müller bringen. Und wen habe ich dann noch so auf der Bank? Pizarro für Lewandowski. Ja. Wirklich schnelle Leute brauche ich im Moment eh nicht. Dann kann ich jetzt auch in der 63, 64. Minute meinen typischen Dreierwechsel ausführen. Sehr schön. So, Granit Xhaka jetzt auch erst in der Partie. Also Gladbach, die haben da auch gute Spieler. So, Benatia, erster Ballkontakt. Oder Benatia. So, das heißt für alle anderen durchspielen. Mitchell Weiser. Oh. So, ich erwarte ja sehnsüchtig mein Jerome Boateng zurück. Der ist ja verletzt. Lukas Scholl. Sehr schön. Pizarro. Ja, wenn er was kann, dann im 1 gegen 1 und Scholl! Zu übermotiviert, muss ich ganz klar sagen. Vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen vorsichtiger. Ja, Pizarro ist echt langsam geworden. Ist nicht mehr der Schnellste, war ja auch nie der Schnellste, aber. Ja, mit dem Alter wird man halt auch langsamer. So, Bad Stuber genießt im Moment seinen Stammplatz. So, Pizarro spielt mit Mitchell Weiser. Der versucht sich hier auf Ribéry und das Ding kommt sensationell. Oh, schade, Ribéry, nein. So, spielen wir mal über links. Das sieht Philipp Lahm auch so. Ribéry. Und schönes Ding auf Mitchell Weiser. Schade. Da wollte ich gerade noch mal. Aber er kriegt den Ball wieder. Ah, verdammt. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn Gladbach mal rausrückt. Ich habe zwar nicht mehr die schnellsten Konterspieler auf dem Platz mit Pizarro. Oh, und nein, Achtung. War es jetzt abseits oder? So, Raphael raus. Ja, war abseits. Und Jogota, oder wie er sich nennt. So, Schweini wieder raus auf Mitchell Weiser. Und der sieht den Scholl, aber der. Ah, Pizarro, komm schon, Junge. Auch nicht. Oh, Benatia, komm schon. Oder Benatia. Ich kann mich nicht entscheiden. Oh. Boah, das kann nicht wahr sein. Nein. Max Kruse. Batstuber. Das Verhalten kann ich ja überhaupt nicht leiden. Arm heben und sich dann vom Geschehen entfernen. Und ich rede hier über Stammplatz von Batstuber. Ja, meine lieben Freunde, jetzt muss ich hier totaler Angriff. Dieses Spiel will ich doch gewinnen. Ja, und den Robben kann ich jetzt auch nicht mehr bringen. Und. Ah, kommt da nicht an den Ball. So, Philipp Lahm jetzt offensiv mit dabei. Und Piet, nein, Pizarro! Was macht er denn, Junge? Das war doch gerade die Chance. Oh, Müller weg, Robben nicht mehr da. Lewandowski ausgewechselt.
Das alles beim Stande vom 1-0. Ich bin ja mutig. So, jetzt nochmal der Versuch mit Scholl. Oh, was war das? Bitteschön. 4 Minuten Nachspielzeit. So, Batschduber. Mitchell Weiser. Mitchell Weiser. Und. Gladbach kommt an Ball. Das ist nicht gut. Ja, den habe ich. Eine Torchance kann ich vielleicht noch rausspielen. Oh nein. Okay, das war's vielleicht. Vielleicht kommt Gladbach sogar nochmal. Das wäre natürlich ganz bitter. Den hat der Neuer. Na, verdammt, ein 1-1. Das ärgert mich. Vor allem, weil ich so blöde Wechsel vorgenommen habe. Alles nur, weil ich die Jugend fördern will. Bester Spieler, oh, Serververbindung. Was interessiert mich die Serververbindung? Ah, das nächste Spiel ist auch noch Pokalspiel gegen Wolfsburg. Ach, so früh, mein lieber Herr Gesangsverein. Ja, meine lieben Freunde, das war mein Spiel gegen Gladbach. Nicht gerade erfolgreich, nicht gerade kurios. Tut mir leid, ich hoffe, das Pokalspiel gegen Wolfsburg wird besser. So, bis dahin sage ich ciao, tschüss und auf Wiedersehen.